Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das, was wir heute machen, ist wirklich krass. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass das technisch überhaupt möglich und vor allem sinnvoll ist. Denn ich habe, während ich bei der Gamescom war, mich abends mit Gigabyte getroffen, so ganz spontan, wie man das eigentlich macht, so abends mal Abendessen gehen. Und wir haben uns über das, was so aktuell im Hardware-Markt eben passiert, uns unterhalten. Dann ging es natürlich auch um Ryzen 3000, um ein X570 und dementsprechend auch um das Thema Arbeitsspeicher, weil es ist ja bekannt, oder zumindest glaubt man das meistens, dass bei Ryzen 3000 so die sinnvollste maximale Arbeitsspeicherkonfiguration bei 3600 bis 3800 MHz liegt, damit der Infinity Clock von der CPU, das Infinity Fabric, im 1:1 Synchronmodus mit den Arbeitsspeicherriegeln läuft. Was dahinter steckt, da kommt man gleich nochmal dazu. Und dann hat Gigabyte zu mir gesagt, ey Roman, wir haben da was intern. Das können wir dir gerne mal schicken und dann wirst du sehen, dass es da eigentlich noch was noch Schnelleres und noch Cooleres gibt. Und das schauen wir uns heute in diesem Video an. Ich muss mal noch kurz mein neues YouTube-Video online stellen. Zum Glück habe ich meinen Laptop dabei. Ist das ein neuer Gaming-Laptop? Oh ja. Gib deinen Namen ein. R-O-M-A-N. Das ist dein Fallateam-Name. Ey, für gut sogar am Wasser hat man hier öffentliches WLAN. Nein. Wie oft habe ich eigentlich schon gesagt, du sollst dich nicht ohne VPN in öffentliche Netzwerke einloggen? NordVPN. Wenn du verhindern willst, dass deine Freundin deinen Laptop entsorgen muss, solltest du dich in öffentlichen Netzwerken mit einem VPN schützen. Ein VPN ist ein virtuelles und geschlossenes Netzwerk und erlaubt dir anonymes Surfen im Internet und gleichzeitig die Möglichkeit, deine Verbindung von verschiedenen Standorten zu simulieren. So können zum Beispiel lokale Sperren wie bei Netflix umgangen werden. Mit dem Promocode DERBAUER kannst du bis zu 70% beim Abschluss eines 3-Jahres-Abos sparen und zahlst somit nur noch knapp 3 Euro pro Monat. Mehr Informationen und den Link zur Promotion findest du in der Beschreibung. Nochmal. Ich habe dann von Gigabyte ein X570 Aorus Xtreme X570 Mainboard geschickt bekommen mit einem Ryzen 9 3900X und 4 RAM-Modulen. Und die RAM-Module sehen so aus. Also wir wissen ja mittlerweile schon länger, dass es RAM-Module auch von Gigabyte bzw. Aorus gibt. Ich wusste aber nicht, dass es solche gibt. Und ich glaube, die gibt es auch noch nicht auf dem Markt. Ich habe zumindest mal im Netz davon noch nichts gelesen und nichts gefunden. Ich habe 2 Sticks gefunden, die sind mit 4933 MHz CL18 und nochmal 2 Sticks, die sind mit 5000 MHz CL18 geratet. Und ich dachte mir natürlich erstmal so, 5000 MHz bei Ryzen. Ich weiß, dass solche Geschwindigkeiten rein theoretisch möglich sind, weil wir haben einen RAM-Teiler, der das uns erlaubt, solch hohe RAM-Frequenzen zu verwenden. Aber dann ist natürlich immer die Frage, macht die CPU das mit? Macht das Mainboard das mit? Ist es überhaupt alltagsstabil oder müssen wir solche Spielereien machen wie beim Extreme Overclocking, dass wir Max-Mem im Windows einstellen müssen, also quasi begrenzen, wie viel Kapazität so ein Riegel hat, einfach um ihn höher takten zu können. Und Gigabyte hat gesagt, nö, du kannst einfach das XMP-Profil laden. Und ich dachte mir so, 5000 MHz XMP-Profil, was? Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im BIOS an, denn genau das habe ich gemacht. Ihr seht hier, ich habe die CPU aktuell auf 4 GHz auf allen Kernen getaktet, also so ist die CPU konfiguriert, denn ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viele Tests mit diesem Setup durchgeführt, zusammen mit dem 3900X bei 4 GHz, einfach nur, damit ich eine CPU habe, die in allen Lagen immer stabil ist und die gleichen Daten liefert. Und dann habe ich hier das XMP-Profil geladen. Da seht ihr 5000 MHz CL18 27-27-38. Das dahinter mit 1,2 Volt, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist falsch ausgelesen. Aber ihr seht hier, XMP ist auf 50. Das heißt, 50er Multiplikator zusammen mit dem BCLK landen wir bei 5000 MHz. Ich habe für meine Tests hier CPU V-Core auf 1,4 gestellt. DRAM steht aktuell noch auf 1,57. Das habe ich angehoben, weil ich noch schauen wollte, was ich noch rausprügeln kann. Aber wenn man das XMP aktiviert, dann stellt sich das normalerweise auf 1,55 Volt, wo ihr wahrscheinlich denkt, ey, das ist ja auch ganz schön viel. Und da gebe ich euch recht, also für DDR4-Verhältnisse ist 1,55 Volt tatsächlich relativ viel. Und ich habe mich dann gefragt, was für RAM-Module sind denn da überhaupt drunter, die solche RAM-Frequenzen abkönnen? Und ich habe mir dann einfach gedacht, nehmen wir doch
den Heatspreader einfach mal ab und schauen uns die RAM-Module genauer an. Interessant ist schon mal, dass es keine RGB-Module sind. Ich habe in der Vergangenheit schon öfter gehört, dass tatsächlich RGB auf Modulen gerade mit extrem hohen RAM-Taktraten teilweise zu Problemen führt, beziehungsweise das nicht gerade begünstigt, da so hohe Frequenzen mitzufahren. Und dann habe ich mir diesen Stick hier mal genauer angeschaut. Und da sind Micron-Module drauf, also Micron-ICs. Die meisten von euch kennen so Samsung BDI, das ist mittlerweile vielen Leuten ein Begriff. Also es waren Memory-ICs von Samsung, die in den letzten Jahren extrem viel verwendet wurden mit DDR4. Also das war so der Overclock aus Dream, das haben wir für alle möglichen Benchmarks verwendet, sei das jetzt für Z370, Z390, X299 oder auch bei Ryzen liefen die BDIs sehr, sehr gut, sind nach wie vor immer noch eine sehr gute Wahl. Also wir haben die zum Beispiel hier auf diesen G-Skill Trident Z Arbeitsspeichern drauf oder hier auf den Trident Z Neo, also auf den neuen. Die habe ich auch übrigens in einem Test verwendet. Das sind jetzt hier 3600er und da erkennt man das immer sehr, sehr gut anhand der Latenzen, die angegeben sind. Also wir haben hier 3600 CL 16 16 16 36 und wenn wir mal lesen, was auf dem Gigabyte-Riegel draufsteht, dann steht hier jetzt zum Beispiel 4933 CL 18 27 27 und das zweite, was angegeben ist, also das erste ist ja CL, das ist dann 18, das zweite ist TRCD. Das ist dann die 27 und es ist so, wenn man sieht, dass TRCD, dieser zweite Wert, so extrem hoch angegeben ist, sage ich mal, im Verhältnis zum Rest, dann ist es ein sehr guter Indikator dafür, dass wir hier bei diesen Modulen die sogenannten Micron eDies drauf haben. Und um jetzt nochmal zu diesen eDies zurückzukommen, wenn wir uns die RAM-ICs mal anschauen, dann steht da drauf, also es ist Micron-Symbol drauf, das ist einfach nur so ein kleines M und dann steht da D9WFL. Und wenn man das einfach mal googelt, findet man relativ wenig Informationen dazu. Also es gibt kein dediziertes öffentliches Datenblatt einfach nur zu diesen ICs leider, aber man findet so ein bisschen in der einen oder anderen Ecke ein paar Informationen. Ich habe mir dann auch von Gigabyte noch mal ein paar interne Informationen geben lassen. Dann stellt sich heraus, dass diese Module auf 3200 MHz geratet sind mit 1,20 Volt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Also 3200 MHz out of the box spezifiziert mit 1,20 Volt, das ist schon sehr, sehr schnell. Wenn man dann bedenkt, dass der Großteil der High-End-Module eigentlich mit 1,35 bis 1,4 Volt läuft, dann kommt man mit dieser zusätzlichen Spannung bei solchen ICs sehr, sehr schnell auf 3600 bis 4200 MHz in der Richtung. Und wenn man dann selektiert und sich die guten ICs raussucht, dann ist es tatsächlich eben möglich, auch 5000 MHz Module zu machen, dann eben mit CL18 und 1,55 Volt. Die 4933 Module sind mit 1,5 Volt angegeben und die 5000er Module mit 1,55 Volt. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht Sorgen machen, oh, ist das ein Problem für meine CPU, für den Memory Controller? Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, ist gar kein Problem. Wir haben da so viele Tests gemacht mit 2 Volt RAM-Spannung und darüber und ich habe noch nie erlebt, dass da was kaputt gegangen ist. Auch kein Mainboard-Hersteller konnte mir gegenüber bestätigen, dass es da irgendwelche Probleme gibt, wenn man da abartige Spannungen verwendet. SoC-Spannung ist wieder was anderes. Da sollte man nicht zu viel verwenden. Sag mal nicht über 1,45 Volt, aber bei RAM-Spannung ist es kein Problem. Und wenn wir das Datenblatt von den D9WFL anschauen, dann sind die mit einer Maximum Operating Voltage von 1,5 Volt spezifiziert. Das heißt, Micron sagt schon mal, 1,5 Volt sind eigentlich kein Problem, also soweit geben die das an. Und ihr wisst ja, wie das ist, im Overclocking-Bereich, ja, dann geht man halt auch mal ein kleines bisschen drüber. Also von 1,5 im Datenblatt zu 1,55 quasi übertaktet, halte ich jetzt nicht für problematisch. Also wenn das so angegeben ist, denke ich, ist das kein Problem. Gigabyte wird sich da mit Sicherheit auch was dabei gedacht haben. So, wir booten jetzt damit einfach mal ins Windows. Also diese Einstellung hier, diesen Rockstable, die übernehmen wir jetzt einfach mal kurz und gehen nochmal ins Windows. Wir sind jetzt mit dem System im Windows. Kurz ein paar Worte zum Infinity Fabric Clock. Das ist einfach wichtig. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich auch schon wissen. Für die, die es nicht wissen, wiederhole ich das einfach nochmal ganz kurz. Also wir haben ja beim Ryzen 3000 generell mal 3 Chips auf einer CPU oder auch 2 Chips bei einer kleinen CPU. Und bei dem 3900X, den nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, haben wir unten die 2 kleinen Chips, wo die Kerne drin sind. Und in der Mitte ist der kleine Chip, da ist der RAM-Controller zum Beispiel mit drin. Und die Verbindung zwischen dem RAM-Controller in der Mitte, zwischen diesem Mittel,
mittleren Chip und den äußeren zwei. Das ist der sogenannte Fabric Clock oder abgekürzt mit FCLK. Und dieser Fabric Clock ist im Idealfall immer die Hälfte von eurem RAM-Takt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas hier wie die Trident Z Neo verwendet mit 3600 MHz, dann hättet ihr im Idealfall immer 1800 MHz beim Fabric Clock. Und dann laufen die im Synchronmodus, also im sogenannten 1:1 Modus. Das Problem ist, der Ryzen 3000 unterstützt nicht so krass hohe Fabric-Taktraten. Also 1733 MHz, das schaffen alle CPUs. 1800 würde ich mal sagen, die meisten, so 80%. Und darüber wird es schwierig. Das Maximum, was ich bisher selber machen konnte, waren 1900 MHz. Und darüber ist einfach nicht möglich. Und wenn man über dementsprechend 3800 MHz beim RAM gehen würde, was im 1:1 Modus dann 1900 MHz beim FCLK wären, dann muss das im sogenannten Asynchron-Modus laufen. Dann kann man zum Beispiel wie hier 5000 MHz RAM verwenden, aber der Fabric Clock ist dann wie jetzt zum Beispiel bei mir in dem Fall bei 1800 MHz. Also das sieht man hier im Ryzen Master, haben wir 1800 MHz, und wenn wir jetzt hier bei Memory schauen, dann haben wir hier 2500 bzw. dann eben die entsprechenden 5000 MHz auf dem RAM. Hier oben, das was hier als Northbridge Frequency angegeben ist, da muss man auch vorsichtig sein. Bei manchen Boards ist es hier der Fabric Clock, aber bei vielen ist es das auch nicht. Also verlasst euch nicht auf die Northbridge Frequency Angabe, die hier im CPU-Z steht, sondern verwendet dafür lieber den Ryzen Master und schaut hier, was hier als Fabric Takt steht. Jetzt werdet ihr euch denken, okay, was ist dann das Problem? Dann kann ich ja trotzdem 5000 MHz verwenden, so wie wir jetzt hier haben, und 1800 Fabric-Takt. Ja, das ist kein Problem. Nur das Problem ist, ihr habt die RAM-Module, die gehen zum RAM-Controller und da müssen die Daten dann wieder synchronisiert werden. Und da haben wir dann eine kleine Verzögerung von, ich sag mal, im Schnitt 8 bis 12 Nanosekunden verglichen mit dem 1:1 Modus. Und dadurch verlieren wir, je nachdem, was wir für einen Zustand haben, was wir für ein Benchmark, was für ein Spiel wir machen, verlieren wir Leistung. Und wir testen heute oder schauen uns jetzt gleich mal an, wie das in der Realität aussieht. Wir machen jetzt einfach mal kurz hier einen AIDA 64 Benchmark, den starten wir einfach mal, damit ihr kurz mal seht, wie das aussieht. Also ich habe jetzt ja den Ryzen Master offen und CPU-Z, normalerweise würde ich das nicht machen, würde alles im Hintergrund schließen, damit die Werte dementsprechend reproduzierbar sind und nichts das irgendwie beeinflusst. Wir sollten jetzt aber circa bei 56.000 Megabyte pro Sekunde landen. Und das ist auch gut eingetroffen, also war der Einfluss vom Ryzen Master und von CPU-Z jetzt gar nicht so groß, wie ich dachte. Also ich wollte euch das einfach mal kurz zeigen. Wir haben jetzt hier bei Read 56.000, wir haben bei Write ungefähr auch knapp 56.000. Was interessant ist, bei Copy, da haben wir deutlich mehr, da sollten wir bei ungefähr 60.000 oder drüber liegen. Also das ist deutlich mehr, als wir zum Beispiel bei 3800 MHz oder 3600 MHz im 1:1 Modus hätten. Also da 62.000 ist wirklich extrem viel. Und jetzt kommt eben der Nachteil. Hier kommt jetzt die Latenz, der Latenztest. Und hier haben wir jetzt 75 Nanosekunden, was immer noch kein schlechter Wert ist. Aber im 1:1 Modus liegen wir da circa bei 68. Aber das zeige ich euch jetzt mal kurz in ein paar Benchmarks. Bevor wir uns die Benchmark-Ergebnisse anschauen, erstmal ein Vergleich mit der CPU-Geschwindigkeit. Denn ich habe für meine Benchmarks die CPU bei 4 GHz fixiert auf allen Kernen, weil ich den Boost quasi deaktivieren möchte. Das ist bei Benchmarks manchmal ein bisschen schwierig, kann die Ergebnisse verfälschen. Und dann war ich mir nicht sicher, ob 4 GHz genug sind oder ob das den RAM irgendwie limitiert in der Geschwindigkeit. Deswegen erstmal hier zwei Tests. 5 GHz RAM-Module CL18 in beiden Fällen und in der oberen Linie haben wir 4 GHz auf der CPU, in der unteren 4,3 GHz auf der CPU, und ihr seht, die Read-Write-Copy-Values sind quasi identisch, also sind die Durchschnittswerte aus drei Runs, und dann kann man sagen, das kann man quasi vernachlässigen, gibt es eigentlich keinen Unterschied, also wir haben keine Limitierung auf die RAM-Geschwindigkeit, nur weil die CPU jetzt nur auf 4 GHz läuft. Fangen wir an mit dem AIDA 64 Lesetest. Kurz zur Erklärung, alles was grün ist, das sind die Gigabyte-Module mit 5000 MHz. Das was blau ist, das sind G-Skill-Module, die im Synchron-Modus laufen. Alles was gelb ist, sind G-Skill-Module, die im Asynchron-Modus laufen. Und das was in der Mitte blau schraffiert ist, die 3800 C16 mit 1900 MHz Fabric Clock, das ist auch ein G-Skill-Modul. Allerdings ist das nicht MEMT,
Test und Prime 95 stabil und dementsprechend habe ich das hier schraffiert. Das sollte also nur mit Vorsicht genossen werden, war aber stabil genug für den Benchmark, deswegen habe ich es zusätzlich mit reingenommen. Wir sehen, das Diagramm wird eben angeführt von den 5 GHz Modulen von Gigabyte, allerdings mit einem Fabric Clock von 1867, was eben nicht jede CPU schafft, gefolgt von einem G-Skill Modul mit 3733 MHz, auch hier mit 1867 MHz Fabric Clock mit 57.000 MB pro Sekunde und diese beiden Werte, die ganz oben stehen, sind natürlich mit Vorsicht zu genießen in allen Diagrammen, die wir jetzt gleich sehen werden, weil eben 1867 MHz Fabric Clock nicht von jeder CPU erreicht werden kann. Wenn wir also quasi die oberen zwei Werte ausklammern würden, um davon auszugehen, was jede CPU kann, dann wird es immer noch angeführt von den 5 GHz Modulen C18 mit 1800 MHz Fabric Clock. Und da sind wir circa 1 GB pro Sekunde schneller, als wenn wir die üblichen 3600 C16 mit 1800 Fabric Clock verwenden würden. Was auch gut zu sehen ist in diesem Diagramm, wenn wir uns jetzt hier die 3600 MHz C16 anschauen, einmal mit 1800 MHz Fabric Clock, also die 55.420, die werden gefolgt von einer Konfiguration, wo der Fabric Clock höher ist. Das heißt, eigentlich denkt man, okay, der Takt ist höher, aber es läuft im Asynchronmodus und deswegen haben wir hier tatsächlich 400 MB pro Sekunde weniger. Also hier sieht man, wenn man Module bis 3600 MHz verwendet, auf jeden Fall immer den Synchronmodus verwenden, nicht den Asynchronmodus. Alles, was drunter ist, würde ich persönlich sagen, generell sowieso vermeiden bei High-End-Systemen, weil ja, da verliert ihr so viel Performance und so viel teurer sind eben 3600 MHz Module nicht. Deswegen würde ich euch von allem so um 2666 MHz oder drunter 3000 MHz Module würde ich euch für, sag mal, High-End-Systeme auf jeden Fall abraten. Ein ähnliches Bild haben wir beim AIDA 64 Write Test. Hier ist es allerdings so, hier wird es komplett angeführt von den 5 GHz Modulen. Also hier sieht man, das ist auf jeden Fall eine große Stärke davon. Und dann wieder gefolgt von den 3733 mit dem hohen Fabric Clock. In der Mitte der 3600 C16 mit 1800 Fabric Clock und ganz unten natürlich wieder die ganzen Konfigurationen, die ich vermeiden würde. Jetzt schauen wir uns auch den AIDA 64 Kopiertest an. Auch hier ein Riesenvorteil quasi für die 5 GHz Module, auch wenn sie eben im Asynchronmodus laufen, die führen ganz klar den Chart an, gefolgt von den 3733 und dann danach eben auch wieder die 3800 MHz C16. Im AIDA 64 Latency Test wird sehr deutlich, was passiert, wenn man eben den Synchronous oder Asynchronous Mode verwendet. Und hier ist natürlich ganz vorne 3733 C16 mit 1867 MHz Fabric, da haben wir 68 Nanosekunden und verglichen mit den 5 GHz Modulen von Gigabyte, da sind wir bei 74 Nanosekunden, trotz dessen, dass der RAM-Takt so enorm viel höher ist, ist das Resultat eine deutlich schlechtere Latenz, weil eben die Daten am Ende wieder synchronisiert werden müssen im RAM-Controller. Da kommt man nicht drum rum. Selbst wahrscheinlich, wenn man 6000 MHz auf dem RAM fahren würde, würden wir die Werte von oben nicht erreichen. Der Unterschied im Cinebench R15 Multi ist nur sehr gering. Also hier haben wir ja auch deutliche Schwankungen immer zwischen den Runs. Auch hier habe ich mehrere Runs durchgeführt und einen Durchschnittswert gebildet. Hier sehen wir eigentlich zwischen 5000 C18 und ganz oben 3733 C16. Ich würde sagen, kein Unterschied. Also 5 Punkte bei 3120, das ist Messtoleranz. Das kann man komplett vernachlässigen. Erst unten drunter 3200 und abwärts sehen wir, dass die Leistung deutlich schlechter wird. Cinebench R15 Single, da sehen wir, die meisten haben 189 Punkte, also oben eigentlich kein Unterschied. Nur 3600 MHz mit asynchronen Fabric-Takt und darunter, also 2666 runter zu 2133, sehen wir im Single-Core-Test, dass wir Performance verlieren. AIDA 64-Werte sind natürlich schön und gut. Die Frage ist, was bringen uns diese Megabyte pro Sekunde und die Latenzenwerte, die wir hier auf dem Papier stehen, tatsächlich in der Praxis. Dazu schauen wir uns jetzt mal Adobe Premiere Renderzeiten an. Und zwar habe ich hier ein 4K YouTube-Video von mir gerendert und hier seht ihr, an der Spitze haben wir die 3733 MHz C16 mit 1867 MHz auf dem Fabric Clock, gefolgt von der 3800 und 1900 MHz Konfiguration. Die müsste eigentlich schneller sein.
Kann sein, weil die nicht ganz stabil ist, dass die auf die gleiche Zeit gekommen ist wie vorher, kann ich euch nicht genau sagen. Oder dass hier das Limit quasi erreicht ist und schnellerer RAM dann bei Adobe Premiere nicht mehr hilft. Und wir sehen, die 5 GHz Module von Gigabyte sind circa 8 Sekunden langsamer. Also es ist nicht viel, es ist minimal. Gerade wenn wir jetzt mal nach unten weiter runterschauen, also ich sag mal so 2666, selbst im Synchronmodus, da sind wir einfach mal 3 Minuten langsamer. Und 2133 sind wir 6 Minuten langsamer. Da sieht man, wie groß der Einfluss vom RAM-Takt auf die Performance von meinem Ryzen 3000 ist. Deswegen verwendet 3200 MHz Minimum bis 3600 MHz ist eigentlich empfohlen für eine Ryzen 3000 Konfiguration. Zum Schluss noch 7-Zip, da habe ich einfach einen Ordner von mir gepackt und zwar auch wieder ein YouTube-Video 4K mit 170 Files, 41 GB insgesamt, also viele verschiedene Videodateien, Screenshots, Musik und so weiter. Das alles in einen Ordner und dann eben in eine 7-Zip-Datei gepackt. Und hier seht ihr, sind die 5 GHz Module von Gigabyte tatsächlich am schnellsten, sind ca. 10 Sekunden vor den synchron laufenden Trident Z RGB Neo Sticks. Und wenn wir ganz nach unten schauen, vor allem 2666 MHz, da sind wir schon mal 7 Minuten langsamer und 2133 MHz ist fast doppelt so lange. Da sieht man auch hier wieder, also langsame RAM-Geschwindigkeiten oder vor allem nicht aktiviertes XMP führt bei Ryzen 3000 zu extremen Performance-Einboosten. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein paar kurze Worte zur Temperatur dieser Module. Denn natürlich 1,5 oder 1,55 Volt führen dazu, dass die Abwärme der Module nicht gerade ohne ist und das Ganze sollte mit einem ordentlichen Luftstrom gekühlt werden. Wenn man keinen Luftstrom hat über diese RAM-Module und dann testet zum Beispiel Memtest Prime 590, habe ich gemerkt, die Module werden heiß und dann werden die instabil. Also eine gute Kühlung, guter Luftstrom ist auf jeden Fall wichtig. Was ist jetzt das Fazit des Ganzen? Ich muss generell erstmal sagen, 5000 MHz auf Ryzen 3000 ist extrem beeindruckend. Gerade wenn ich das mit der Vergangenheit vergleiche, wie schwierig oder wie viele Probleme es immer gab bei Ryzen mit RAM-Geschwindigkeit, mit hohem RAM-Takt. Bei Ryzen 3000 auch in Kombination natürlich mit diesem Board und diesen RAM-Sticks XMP-Laden, 5000 MHz. Ist krass, hätte ich nicht gedacht, vor allem, dass das Memtest stabil ist, Prime 590 stabil und natürlich Adobe und 7-Zip und sowas. Ist beeindruckend. Die Frage ist, lohnt sich das Ganze? Dazu müsste man jetzt natürlich den Preis der Module kennen und ich gehe davon aus, dass der Preis ganz schön saftig werden wird. Wenn man absoluter Enthusiast ist und das Beste vom Besten haben möchte, dann kann man wahrscheinlich zu diesen Modulen greifen, denn in einigen Fällen sind die tatsächlich schneller. Sie sind auf jeden Fall nicht schlechter, sie sind eben nur in manchen Fällen schneller. Wir sehen, bei 7-Zip waren sie schneller, bei Adobe Premiere ungefähr gleich auf und in AIDA 64 auf jeden Fall immer schneller. Was natürlich auch interessant sein kann, wenn ihr HW-Bot-Rekordjäger seid, ist es mit diesen Modulen natürlich extrem einfach, sehr hohe Werte zu validieren, die man dann in der Datenbank eintragen kann. Also 5000 MHz mit Samsung BDI werdet ihr auf Ryzen 3000 nicht so erreichen können. Dementsprechend kommt es natürlich darauf an, was ihr machen wollt. Rein technisch gesehen absolut beeindruckend, dass sowas einfach mit XMP möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Wenn ihr kein Budget habt und wollt das Beste vom Besten haben, könnt ihr zu denen greifen, sollten die irgendwann mal verfügbar sein. Lasst mich gerne wissen unten, was ihr davon haltet. Ansonsten natürlich, wenn ihr fragt, was für RAM-Module soll ich im Normalfall nehmen, 3600 MHz kann ich nur empfehlen, Synchrontakt und dann läuft das Ganze, dann habt ihr eine ordentliche Leistung. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.